Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. So, heute bin ich mal wieder alleine. Und keine Sorge, wir machen nichts mit Reinforced Obsidian, das mache ich offscreen. Habe ich jetzt hier noch was drin? Ja. Ich will nur ganz schnell schauen, ob ich noch was fertig gemacht hatte. Nein, okay, auch gut. Ja, Reinforced Obsidian, das dauert dann doch ein kleines bisschen länger, als ich erwartet hätte. Und ich muss ja auch auf jeden Fall irgendwann mal ordentlich aufräumen, weil, ja. Das mache ich aber auch irgendwann nochmal offscreen. So, ich hatte heute mal was Besonderes vor. Und zwar wollte ich, oder das hatte ich mich mal abgesprochen mit dem lieben Streetdigger. Und die haben so ein kleines Problem drüben bei der Forestry Farm. Die haben so viele, viel zu viele Setzlinge. So. Hab ich gesagt, ja komm, ist kein Problem, Papa Doshi weiß ja Bescheid, ne? Der weiß, wie man mit diesem Problem umgeht. Alter, hier ist ziemlich viel Vegetation auf einmal. Da. Hier war doch schon wieder der Streetdigger am Wersch. Der Streetdigger. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das hier Klaus war. Und ich sag schon mal, sieht verdammt gut aus, Klaus. Kann man mal so lassen. Gut. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal hier bei der... Alter, das geruckelt. Bei der VC nachschaut. Die haben hier, ja, ein paar Setzlinge, ein paar Äpfel. Das können wir alles verarbeiten. Und das würde ich auch sagen, machen wir dann hier drüben. Da mache ich dann schon mal hier ein kleines bisschen Platz zum Bauen. So, ja. So, dann sollte das auch klappen. So. Ja, sehr schön. Alles klar. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dann klappt das auch mal Nachbar. Okay, wir brauchen ein paar Fackeln. Fackeln habe ich natürlich dabei. Bin ja vorbereitet. Das ist jetzt erstmal eine provisorisch. Ich werde dann mal Klaus anschreiben, ob der das dann selbst verarbeiten, also schöner bauen möchte, also hier so mit den Covern und so weiter, aber ob ich dann noch nachher machen soll, weil der ist da ja ein bisschen begabter. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir mit den Saplings machen können. Ich glaube, die Zuschauer von meinem Tech World 2 Let's Play wissen schon Bescheid, was gleich kommt. Wir können mit den auch Saplings, können wir ja verbrennen. Können wir zu Biofuel machen? Ja, ist ganz nett. Eine Truhe verpacken. Was haben wir hier? Wir können mit Wasser, einem Sapling und einem Fertilizer können wir Biomasse herstellen. Okay. Was können wir mit der Biomasse machen? In der Refinery zu Ethanol. Oder Still könnten wir machen. Und Ethanol. Ja. Können wir eigentlich nur sammeln? Nein, Ethanol ist ein Treibstoff. So, jetzt können wir aber noch was mehr machen. Also, Setzlinge sind schon mal abgeklärt. Was können wir mit den Äpfeln machen? Äpfel, ja, machen auch zu Biomass, Biofuel. Können sie hier zu Ethanol machen? Ja. Ah, Squeezer, Fruit Juice. Und Fruit Juice können wir zu... ja. Können wir auch zu Biomass machen. Ich würde sagen, dann machen wir doch einfach mal. So, jetzt möchte ich aber erstmal schauen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich glaube, hier war das. Also, wenn ich jetzt hier irgendwas kaputt gemacht habe, ist bitte Bescheid sagen. Okay, die Äpfel werden noch nicht rausgezogen, glaube ich. Oder? Ja, das ist jetzt Klöcken gemacht. Also ich habe mir das hier noch nie richtig angeschaut. Ah, okay. Hm.
oder? Nee, das war falsch. Ach, fick doch. Ja. Gut, es ist was spät am Abend. Ich mache hier trotzdem einfach mal und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich ein bisschen neben der Rolle gerade bin. Ich bin ein bisschen müde, denn ich das mal aber auch noch Lust bekommen aufzunehmen. Ah, okay, hier kommt noch das Duck dran. Okay, das ist mal wieder okay. Sehr schön. Gut. Junge, Junge, da ist er bei mir aber hinten im Hintergrund hier auf Norland. Gut, okay. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Items dazu holen. Dann holen wir schon mal auch schon zwei Barrels hier. Ich weiß, es sind Storage Units, ich nenne es aber trotzdem Barrels. Hat sie bei mir eingewirkt. So, da erlaube ich mich jetzt mal hier am Lager zu bedienen. Ich kann das nur. Okay. Okay. Wir brauchen zwei Storage Units. Dann nehmen wir lieber hier drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 2, und 2 Enderperlen. Das ist immer noch da drin. So, naja, ich sollte vielleicht dann auch 4 nehmen für 2 Storage Units. So, 1 und 2, die hätten wir. Jetzt brauche ich noch Item. Daten wurden die Impuls genommen. Wo sind jetzt hier welche, wo ich mich noch bedienen kann? Okay, da sind Farben. Nope. Nö. Auch nicht so wirklich. Oder ich bin gerade blind. Hier ist ja ziemlich viel drin, aber nein. Ach, da ist auch das Debiet, ne? Nein. Ah, Impuls-Item-Duct. Jetzt. Jeans-Lime. Green. Green, du Spacko. Sprichst du mal Englisch aus. Green. Green. Mensch, der Typ schon wieder. Also, du musst auch noch die Wolle fahren. Ich glaube, die hätte mal in der Zeit komplett vergessen. Okay. Dann machen wir das einmal. Komm, dann machen wir hier so drauf. Ne, warte. Das machen wir anders. Das machen wir so. Dann hier das wieder hin. Das kommt hier hin. Und das hier. Ja. Aber wir sagen was auf was? Wieso? Ah ne, okay. Okay, da habe ich jetzt was. Ich glaube, da muss ein Itemfilter dann noch rein. Oder wir machen das ganz anders. Jetzt bin ich überlegen, wollen wir nur das? Obwohl Äpfel sind ja schon noch viele vorhanden. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen. Komm, wir machen noch eins. Ah, keine 2 Sekunden weg, fängt an zu pissen. Ich glaube, dann nehmen wir aber so ein Tier 2. Dass wir noch ein bisschen was an Enderperlen sparen. Gut. Ich muss aber sagen, das Haus hier sieht echt genial aus. Ich glaube, dann würde ich mal so ein Haus entwerfen für die Wizard Farm. Ja, Klaus, du darfst dich jetzt mal freuen.
werde dein Prinzip eines Hauses kaputt machen. Die Ärzte hier sind ja auch nicht mehr bearbeitet worden. Könnt ihr gleich mal da reinschmeißen. Gut, das hätten wir dann jetzt fast. Tier 2. Jetzt bin ich gleich noch am Überlegen, wie man das Ganze dann noch verbinden. Also da wird auf jeden Fall noch ein zweites... Also hier ist kommen wir mal. Hallo. Hier kommt noch das Item Duct rein. Dann sollten da jetzt gleich die Äpfel noch reinkommen. Na? Hallo. Jetzt kommt der Holz rein, ich krieg einen Affen. Dann machen wir das jetzt echt anders. Tut mir jetzt echt leid, Klausi, aber... Habe ich noch Item Ducks Conduits dabei? Natürlich nicht. Dann muss ich einmal ganz kurz da deine Ordnung ein bisschen verunstalten. Weil ich weiß halt echt nicht, wie ich an die Äpfel rankommen soll. Und das Bubble da rausrupfen, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, weil das ist ja auch noch verbunden mit hier Gedöns und so, Gefixe. So, Conduits, jetzt geht das ganze große Suchen los. Nein, hier ist nichts drin. Ich mal besser aufräumen sollen. Hier sind schon mal 7. Damit komme ich nicht weit. Naja, ich glaube, wir müssen Neues machen. Hier ist aber noch Binder drin. Oder Binder. Wer stellt das von hier nochmal der Verläufer, Uni? Dafür brauchen wir Pulsating Iron Nuggets. Pulsating Iron ist einfach Eisen mit einer Enderperle. Okay. Davon habe ich noch 2. Komm, machen wir jetzt mal 4 fertig. 4 Barren. In der Zwischenzeit schmeiße ich euch mal gerade hier rein. Damit das durchschauen kann. So. Gut, dann kann das hier durchlaufen. Auf jeden Fall. Schauen wir uns mal genau an, was wir alles an Maschinen brauchen. Wir brauchen einmal den Fermenter. Wir brauchen auch noch ein Reservoir. Wir brauchen dann, um die Biomasse zu verarbeiten, eine Still. Kriegen aus 10 Biomasse 3 Ethanol. Und dann für die Apples brauchen wir einen Squeezer. Und da kann der Fruit Juice rüber in den Fermenter. Sehr schön. Okay, gut. Ich hoffe, dass ich mir das gerade alles gemerkt habe. So, ganz überzeugt davon bin ich gerade noch nicht, ob ich alles im Kopf habe.
Und es wird auch irgendwann schief gehen, das sehe ich jetzt schon kommen. Ja, ich bin wieder heute sehr motiviert. So, Item von der Welt. Sehr schön. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall dann Fermenter. Das würde ich sagen mal, machen wir mal 3. Oder lass mal erstmal 2 machen. Ne, jetzt zuallererst kümmern wir uns jetzt darum, dass die Äpfel rüberkommen. Da habe ich mal gerade ganz kurz auf meinen zweiten Bildschirm geschaut, weil die CPU aus gerade was komisch hoch war. Alter, da regnet aber auch so manchmal. So. Einfach rüberbuddeln. Oh nein, ich fange schon wieder an zu rutschen. Ich könnte auch irgendwann mal eine ordentliche Spitzhacke machen. Ah, da drüben. Gut, das kommt weg. Dann kann das hier drauf. Und dann kommt das so und dann einmal hier den Weg bereiten. Gut. Na. Ziel getroffen und dann jetzt hier Extract before the signal. Und die Äpfel werden hier rausgepumpt. Sehr schön. Und landen jetzt auch da drin. So wollte ich das. Gut. Das hätten wir. Okay. Also. Prinzipiell brauchen wir diese beiden Barrels für die komplette Verarbeitung. Würde ich sagen, die Äpfel lassen wir hier links rum verarbeiten. Und die Setzlinge. Warte, da kommt immer noch welche nach. Gerade anders, dann tausche ich lieber den Barrels, damit es keinen Stress gibt, weil direkt darunter ist ja schon die Item-Conduit. Nicht nur dieses, das einzige wahre Warsteiner. Das ist auch wieder in die Kasse, Katsching. So. Okay, dann mache ich. Ah, hier ist eine Energieleitung. Dann können wir daran unsere gleich auch anzapfen. Dann brauchen wir hier 2. Oh? Ah nein, das war ein bisschen zu früh weggemacht. Gut. Ja, das sieht gut aus. Ja. Da unten kommt dann das Reservoir hin. Flutkonduit hatte ich doch eigentlich noch. Jawohl, ja. Weil das braucht ja auch Wasser, das Ganze. Aber warte mal. Das wird so nicht funktionieren mit den Flut. Na? Down. Weil die Flutkonduits können zwar pumpen, aber die können einfach mal nicht
Boah, ich mache jetzt mal gerade hier kurz den Regen aus. Die können keine Flüssigkeiten. Sag mal schnell. Von unten nach oben hier raufziehen. Dafür sind die zu schwach. Gut. Also was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt zwei Reservoirs. Also ein Reservoir an sich. Das habe ich schon wieder vergessen, wie es ging. Glas und Fürst Quarz. Davon 12. Fürst Quarz ist ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, ich glaube, ich muss es mir holen gehen. Dann brauche ich aber auf jeden Fall alleine für die Cauldrons 7 Eisen, also 14, und dann nochmal 12 Eisen, so. Na? Gut. Das sollte klappen. Und ich mache dann jetzt hier schon mal einen Cut für die erste Folge. Denn wir sind schon bei 20 Minuten angelangt, sogar schon bei 21. Wow, ich kann sogar zählen. Wer hätte es erwartet? Gut. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten. Ja, ansonsten lasst es sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.